Ja, den meisten Menschen, dir bestimmt auch, läuft ja direkt das Wasser im Mund zusammen, wenn sie nur das Wort Sauerkrautsaft hören. Kann man sich auch aus der Zunge zergehen lassen. Ja, aber nicht nur das, er strotzt auch tatsächlich vor Vitalität, prickelnder Vitalität. Er ergänzt unbedingt eine ausgewogene Ernährung und er ist ganz natürlich milchsauer vergoren, bei uns zumindest. Wir zeigen dir, wie du Sauerkrautsaft erstellen kannst. Sehr lecker. Ja, wir haben vor einigen Wochen dieses leckere Sauerkraut fermentiert und wollen es heute mal probieren und vor allem dir auch zeigen, wie du aus diesem Sauerkraut Sauerkrautsaft erstellen kannst, was richtig, richtig lecker ist. Aber erstmal wollen wir das wirklich erstmal probieren. Wir sind schon ganz gespannt. Das hat jetzt ja, so 3 bis 4 Wochen ungefähr fermentiert. Ne? Ich weiß gar nicht Ich ganz. glaube sogar 4 auf jeden Also 4 Wochen. Es Fall. sieht auch wirklich sehr gut aus. Du siehst auch, dass es oben ein bisschen, Es ist recht trocken. genau, ein bisschen trocken ist. Das liegt natürlich auch an dem Weißkohl. Wir haben ja heute jetzt gerade Februar, haben im Januar fermentiert und Weißkohl im Januar ist natürlich auch kein wirklich sehr frischer Kohl mehr, ne? Weil der wird in den Sommermonaten geerntet und dieser Sommerkohl gibt natürlich noch bedeutend mehr Flüssigkeit. Aber wir machen das Beste draus. Wir probieren das jetzt erstmal. Ja. Ich bin schon mega gespannt. Gabel sind bereit. Also wir öffnen mal das Ferment. Boah, ist das fest. Wer weiß, ob es überhaupt schon fertig ist. Ja, es ist übergelaufen. Und dann ist es festgeklebt. Wir hatten es ja zu voll gemacht. Wie immer. Cut. Ja, also wir haben es jetzt aufbekommen. und jetzt probieren wir einfach mal das Sauerkraut. Ich bin schon mega gespannt. Genau, wir haben ja noch das Kohlblatt drauf als Abdeckung. Das machen wir jetzt erstmal raus. Das kann man natürlich auch essen. Manche machen sich daraus sogar Kohlrouladen. Kann man natürlich auch vegetarisch oder vegan machen. Ah, kannst du dir nehmen. Ja. Erstmal riechen das gut. Riecht sehr kohlig noch. Wie hat man das eigentlich gemacht? Weißt du das noch? Wie bitte? Wie hat man es eigentlich gemacht? Klassisch oder? Mhm. Sehr lecker. Aber Noch nicht fertig. es kann ruhig noch ein bisschen. Bin ich auch absolut der Meinung. Wir zeigen jetzt trotzdem schon mal, wie man den Sauerkrautsaft. Genau. Aber jetzt soll es ja darum gehen, wie macht man daraus Sauerkrautsaft? Grundsätzlich. So, und Das es macht man gibt. dann natürlich erst, wenn das Sauerkraut auch fertig ist. Genau, wenn es fertig fermentiert ist, wenn du der Meinung bist, es ist wirklich perfekt, aber wir wollen es ja dir heute zeigen. Dass du auch wirklich zeitnah auch nachmachen kannst. Und der Vorteil natürlich von so einem Saft ist einmal, gerade wenn du vielleicht auch eine Saftkur machst, ne, oder eine Fastenkur machst, kannst du natürlich neben Wasser auch wundervolle fermentierte Säfte zu dir nehmen. Und die haben noch einen ganz anderen Geschmack natürlich als Wasser. Wasser weiß ja selber, wie es schmeckt. Und fermentierte Säfte ist einfach vollmundig, haben vor allem die wichtigen Probiotika drin, ganz wichtige Bakterienkulturen. Das ist echt was ganz, ganz Tolles. Ja. Es gab zwei Möglichkeiten, Säfte zu erstellen. Wir haben es ja auch schon mal hier auf YouTube gezeigt. Zum einen kannst du einen Saft so erstellen, dass du wirklich Gemüse presst. Ja, durch Eine eine Saftpresse, Saftpresse, genau, eine Saftmaschine, also Saftpresse. Juicer. Genau, so ein Juicer. Dann fermentierst du diese Flüssigkeit. Was wir immer ein bisschen schade finden, weil du hast natürlich Tester, wo was du da wegschmeißt. Man kann es natürlich, wenn man jetzt rohköstlich lebt, das auch entsprechend noch Aber nicht weiterverarbeiten. Das ist auch hochköstlich, möglich. ja. Aber was eigentlich ja, einfach vom Prozess, ich sag mal, wo du auch wirklich nichts wegschmeißt, wo du wirklich alles nutzt, schlussendlich ist, wenn du ein Gemüse fermentierst und dann entsteht daraus Saft. Ja. So, jetzt bin ich mal selber gespannt, wie viel Saft hier rauskommt. Ich will mal eine ganz neue Technik ausprobieren, gerade jetzt hier beim Video. Wir haben hier unseren Stampfer. Ich stampfe jetzt einfach mal so rein und guck mal, ob jetzt hier eine Flüssigkeit rauskommt. So, Wahnsinn. Aber es kommt was. Drückst du schön? Ich drücke schön. Gut. Sieht man das? Ich sehe es. In der Kamera, wie es reinkommt. Ja. So, ich muss noch mal kurz, dass ich es anders halten kann und richtig schön reindrücken kann. Also im Idealfall. Also Steht natürlich schon Flüssigkeit drin, ne? Wenn ihr dann wirklich das frisch
frische Gemüse, nicht das Lagergemüse verarbeitet habt, ist einfach bedeutend mehr Saft da. Wobei ich sagen muss, es war auch etwas saftiger. Mhm. Mhm. Manchmal verdunstet das auch ein bisschen. Und dann muss man das natürlich nicht wie verrückt rauspressen. Ne? Mhm. Hat man eine wesentlich bessere Saftausbeute. Ich glaube, das reicht jetzt zum das ersten reicht, genau. Mal. So. Das ist nicht ganz. Ne? Also, aber du siehst. Ich würde es mal probieren. Ja. Du siehst aber schon, es ist schon was rausgekommen, ne? Aber es ist eigentlich gibt das Gemüse bedeutend viel mehr Saft. Also das merken wir natürlich auch wenn wir bedeutend unsere großen Chargen produzieren, haben wir richtig, richtig viel Saft. Na, ich will auch mal probieren. Bin mal sehr gespannt. Nicht so viel. Ja. Ist noch zu kohlig. Man schmeckt noch so diesen typischen Weißkohl-Kohlgeschmack und diese leichte Schärfe auch noch raus, die der Kohl ja hat im rohen Zustand. Genau, es wird dann immer noch ein bisschen milder, so auch ein bisschen erfrischender, habe ich das Gefühl. Ein bisschen saurer wird es, glaube ich, auch noch. Aber ist schon ganz, ist schon lecker. Ganz schön lecker. Wie gesagt, der steht ja jetzt auch erst 4 Wochen. Also normalerweise ist bei Sauerkraut auch 4 Wochen das Minimum. Wir lassen unser Sauerkraut eigentlich mindestens immer 8 Wochen sogar stehen, weil es einfach unseren Geschmack am ehesten trifft. Ja, ne? Richtig, absolut. So ist es. Ne? Ja, und das ist wirklich, das ist ein Alleskönner, ne? Also so ein Sauerkrautsaft. Ne? Im Endeffekt brauchst du wirklich nur ein würziges Sauerkraut. Du kannst natürlich auch andere Säfte, also wenn du was anderes fermentierst, wie Karotten oder so, kannst genau daraus auch einen Saft erstellen. Oder rote Beete ist auch super lecker, sieht echt wundervoll aus, schön rot. Oder du machst ein Pink-Sauerkraut und erstellst daraus deinen Saft. Mhm. Und das ist wirklich ein Alleskönner. Er unterstützt wirklich einfach deine Darmflora, deine Verdauung. Wenn du wirklich fasten willst, ist ein wundervoller Saft. Oder wenn du einfach nur mal auch anstoßen möchtest, vielleicht zu Silvester, ist es natürlich auch was ganz, ganz Tolles, Besonderes. Oder im Sommer, wenn es heiß ist, ist es total erfrischend. Also von daher, lass uns wirklich auch mal teilhaben, welche Erfahrungen du gemacht hast mit Sauerkrautsaft, mit dem Fermentieren. Und vor allem, welche Vorteile du vielleicht für dich schon rausgefunden hast. Das interessiert uns natürlich auch entsprechend brennend. Ja, und hat dir das Video gefallen? Dann gib uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass du diesen Kanal abonnierst. Weil wir haben festgestellt, dass 75% der Leute, die unsere Videos gucken, unseren Kanal gar nicht abonniert haben. Und da besteht einfach durch den Algorithmus von YouTube die Gefahr, dass du unsere Videos gar nicht mitbekommst, neue Videos vor allem. Ja. Und wenn du uns abonnierst und dann noch auf Benachrichtigung klickst, dann wirst du auf jeden Fall jedes Mal von YouTube automatisch auch informiert per E-Mail und verpasst definitiv kein Video. Also auf jeden Fall abonnieren drücken. Und die Glocke. Dann auf die Glocke und dann. Aber ich glaube, man wird nicht per E-Mail. Oder per Pop-up, je nachdem, was man halt nutzt für einen. Ja, also ich kenne es so, ich habe ja auch andere Kanäle abonniert und die Glocke aktiviert und ich werde per E-Mail informiert. Ne? Also, ich werde per Pop-up informiert. Da siehst du, also unterschiedliche Sachen gibt es. Auf jeden Fall wirst du informiert und verpasst definitiv kein Video. Wenn du nochmal schauen willst, wie wir das Sauerkraut fermentiert haben, wir haben das auch hier oben verlinkt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob links oder rechts. Auf jeden Fall wird das hier erscheinen. Und da kannst du auch nochmal in Ruhe dir anschauen, wie wir dieses Sauerkraut fermentiert haben. Also, viel Spaß, lass dir gut schmecken. Ciao, ciao. Ciao.